habe Angst. Vor Strong? Mit dieser Krämerseele werden wir doch spielen fertig. Was du nicht sagst. Und wie? Gib ihm was. Ja, irgendeine Summe. 10.000, 20.000. Das ist eine glänzende Idee. Und wie lange glaubst du, wird es dauern, bis er nochmal 10.000 oder 20.000 haben will? Und das in regelmäßigen Abständen, immer wieder. Bist du wirklich so naiv zu glauben, dass dieser Erpresser jemals aufgibt? Ich sagte dir ja, ich denke mir was aus. Bringst du deinen Jens mit? Natürlich, du weißt doch, er taucht gerne. Das kostet Geld, was? Wie meinst du das? Er ist doch kein reicher Mann. Das Geld von der Versicherung, das brauchst du doch auch für ihn. Und schau doch nicht gleich wieder so aggressiv. Ich will es dir doch nicht wegnehmen, das Geld. Wie großzügig. Dir ist es ja lieber, dass der Strong mich unter Druck setzt. Deswegen willst du es mir nicht wegnehmen. Du bist jetzt sehr unsachlich. Ach. Spielt doch keine Rolle, wer das Geld hat, ich oder du. So brauchst du es dringender als ich. Ich komme gut über die Runden. Nur dürfen unsere alten Schulden nicht wieder auf uns zukommen. Dann ist alles aus. Das heißt, wir sitzen beide in demselben Boot. Und wer rudert? Wenn das alles aufgerollt wird vor Gericht. Ich weiß nicht, dass du den Unfall überlebt hast. Ich habe keine blasse Ahnung. Na gut. Was würde es mir auch nützen, wenn ich das Gegenteil beweisen könnte? Aber es geht nicht schief. Ich verspreche es dir. So einem kleinen, mickrigen Halunken wie dem Strong bin ich allemal gewachsen. Du musst los, was? Ich bring dich zu einem Taxi. Haben Sie was gegen Kopfschmerzen? Selbstverständlich, Herr Kanegiese. Zwei, bitte. Danke. Was ich sagen wollte, Sie können mir ja nicht zufällig das Reiseziel von Frau Hentgen nennen. Nein, sie hat einen Flug nach Paris gebucht, aber... Ja, ja, das weiß ich auch. Aber die Adresse? Tut mir leid. Ja, ja, mir auch. Danke. Ein Glas Wasser, bitte. Mann, ist mir elend. Jedes Vergnügen hat seinen Preis. Es war kein Vergnügen. Dann ist es schlecht. Herr Jasny, weil ich Sie gerade treffe, können Sie mir das Reiseziel von Leonora Hentke sagen? Es tut mir leid, Herr Kanegiese, das kann ich nicht. Sie können schon. Aber Sie wollen nicht. Ich darf nicht. Auch wenn ich wollte. Herr Lindemann. Ja? Wie Sie ja wissen, bin ich mit Leonora befreundet. Sie musste plötzlich abreisen, ohne mir in der Eile ihre Adresse zu hinterlassen. Ich brauche sie aber. Es ist dringend. Wirklich dringend. Was schauen Sie mich denn so an? Weil Sie mich ungefähr vor einer Stunde genauso dringend gefragt haben, wo Ihre Frau ist. Na und? Konnten Sie es mir sagen? Bevor wir miteinander weiterreden, Herr Kanegiese, möchte ich Sie was fragen. Wollen Sie eine Unterhaltung führen von Mensch zu Mensch oder von Hotelier zu Gast? Ist es denn ein Unterschied? Als Hotelier bin ich höflich, als Mensch ehrlich. Dann sprechen Sie von Mensch zu Mensch. Höflichkeiten nützen mir nichts. Gut. Wen suchen Sie eigentlich? Ihre Frau? Oder diese Journalistin? Tja, eigentlich beide. Meine Frau hat mich ja verlassen. Ja, wundert Sie das? Soweit ich das mitgekriegt habe, doch wohl deshalb, weil Sie in aller Öffentlichkeit mit dieser Journalistin angebändelt haben. Das hat sie verdient. Was soll das? Ist es ein Verhör? Na, ein Gespräch von Mensch zu Mensch, das wollten Sie ja. Na schön, ich krieg von allen Seiten Prügel. Kommt es nun darauf auch nicht mehr an. Sie sagen, Ihre Frau hat Sie verlassen. Aber Leonora Hentke hat Sie doch auch verlassen, oder? Naja, schon, aber das dürfte sich um ein Missverständnis handeln. Immer noch mal, sind das so schwer zu verstehen? Nachdem meine Frau mich verlassen hat, bleibt mir doch gar nichts übrig, als mich an diese
Journalistin zu halten. Meine Frau will nicht mehr, verstehen Sie? Sie erwarten also von Ihrer Frau ein Verzeihen im Ruckzuckverfahren. Sünde, Geständnis, Vergebung. Alles in einem Atemzug, was? Ich habe einen Brummschädel, wissen Sie, viel getrunken und schlecht geschlafen. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Guten Tag, Herr Carnegie, Sir. Herr Max, wenn du vielleicht mal... Ja, wenn es vielleicht später ginge. Natürlich. Kommen Sie. Gehen wir ein paar Schritte. Da redet es sich leichter. Das weiß ich. Möchtest du denn Frühstück? Trink wenigstens einen Kaffee. Kannst du nicht Auto fahren, ja? Ich schon. Das Auto kann ich fahren. Ah. Er stottert sich einen zurecht. Kann er mal nachschauen, was er hat? Mhm. Fernando! Kundschaft! Sieh mal nach, was er hat. Sí, claro. Das ist immer noch dein großes Hobby, was? Du sollst auch mal wieder mitfahren, da wird's auch dein großes Hobby. Was soll denn deine Freundin dazu sagen? Keine Ahnung. Was soll sie schon dazu sagen? Sie darf ja auch mitfahren. Und zwar schon in Kürze, wir sind nämlich miteinander verabredet. Na, kannst du ja von Glück sagen, dass ich deine Einladung nicht angenommen habe. War sie wieder da? Wer denn? Diese Frau. So ein Gesicht machst du immer nur, wenn diese Frau aufkreuzt. Ja, sie war da. Diese Frau. Aber dieses Gesicht mache ich nicht ihretwegen. Du hast aber Sorgen. Kann ich dir helfen? Vielleicht. Ich weiß nur noch nicht wie. Kannst du dich an diesen Strong erinnern, der damals... Der damals Geld von dir verlangt hat, vor dem du dich versteckt hast? Ja. Mhm. Er wird in Kürze wieder hier auftauchen. Und diese Nachricht hat dir diese Frau gebracht? Ja. Du sagtest damals, das Geld steht Strong zu. Jetzt will er aber welches, das ihm nicht zusteht. Naja. Du, keine Angst, das biege ich schon hin. Ja. Ja. Ich bin sehr erfindungsreich, weißt du? Es braucht nur seine Zeit. Tut mir leid. Das dauert länger. Ich muss den Wagen hier lassen? Sie. Ein, zwei Tage. Ich muss Ersatzteile besorgen. Und wie komme ich jetzt nach Hause? Mit mir? Oder hast du mittlerweile Angst bekommen? Vor dir nicht. Höchstens vor deinem Motorrad. Oh. Sie ist ganz brav. Man muss sie nur fahren können. Mein Gott. Sind Sie bescheuert? Ich bin verzweifelt. So. Und dieses Recht billigen Sie Ihrer Frau nicht zu. Überlegen Sie sich das doch einmal, Herr Carnegie. Nach 17 Jahren üben Sie Rache.
17 Jahre warten Sie darauf, dass Ihre Frau ein Geständnis ablegt, dass Ihr Sohn nicht Ihr Sohn ist. Werfen Sie mir das vor? Ich werde es ja gleich ablegen können. Warum? Um Sie unglücklich zu machen? Vielleicht dachte sie, Sie merken nichts von dem Seitensprung. Tja, das dachte sie. Sicher dachte sie das. Das ist ja gerade der Vertrauensbruch. Wenn sie sich für den anderen Mann entschieden hätte, dann wäre sie ja nicht bei Ihnen geblieben. Was ist denn nun eigentlich der Punkt? Wie? Ja, was wollen Sie? Sie sagen, Sie mögen den Jungen, ja, der nicht Ihr Sohn ist. Er ist Ihnen sogar ans Herz gewachsen. Nein, Moment, das ist ein kleiner Unterschied. Ich mochte ihn. All die Jahre habe ich ihn nie fühlen lassen, dass er, naja, dass er nicht mein Sohn ist. Aber wie er mich jetzt behandelt hat, als ich ihm bat, mir zu sagen, wo seine Mutter ist. Wissen Sie, was er gesagt hat? Ich bin nicht dein Junge, hat er gesagt. Gott sei Dank bin ich es nicht. Sollte er einen Lobgesang auf Sie anstimmen? Nach all dem, wie Sie seine Mutter behandelt haben? Herr Carnegie, entschuldigen Sie sich bei Ihrer Frau. Ich mich? Das soll wohl ein Witz sein. Dann machen Sie doch, was Sie wollen. Moment mal, Herr Lindemann. Ich weiß ja nicht mal, wo sie ist. Dann suchen Sie sie. Sie fragen ja alle Welt, wo Leonora Hentke ist. Mit demselben Eifer können Sie auch fragen, wo Ihre Frau ist. Na gut, auf Ihre Verantwortung. Nein, auf Ihre. Ich helfe Ihnen nur beim Suchen. Danke, für den Rest nehme ich ein Taxi. Ah. Moment mal. Sarah ist ja noch gar nicht da. Doch, da hinter dem Dicken mit der Zeitung. Ah ja. Na. Ja, mach's mal gut, hä? Ja. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Ja. Hallo. Soll ich mir auch erst einen Drink bestellen oder wollen wir gleich starten? Weder noch. Was soll das heißen? Weder sollst du dir einen Drink bestellen, noch will ich mit dir irgendwohin starten. Du bist aus wie ein Handwerker. Hey, was hast du denn gegen Handwerker? Lass mich los. Was glaubst du denn, wer ich bin, hä? Deine Nummer zwei? Also hör mal. Als ich meine Chica klar gemacht habe, da kam zufällig Ines. Spar dir die Einzelheiten. So genau wollte ich's gar nicht wissen. Mit ihr kutschierst du in der Gegend herum und mich lässt du hier schmoren. Eine Dreiviertelstunde. Ich bin mit Ines nicht in der Gegend rumkutschiert, ihr Auto war kaputt und ich habe sie mitgenommen. Spielst du jetzt verrückt, sag mal? Ich nicht. Du. Setz dich auf deine Rakete und zisch ab. Ich finde diesen Sport sowieso langsam zum Kotzen. Ach nee. Ach ja. Und das ist dein Ernst? Ja. ¿Por qué estás tan triste? Déjame en paz. Una chica tan guapa como tú no tiene que hacer esta cara. Ich hab gesagt, sie soll mich in Ruhe lassen, verdammt noch mal. Schön. Dankeschön. Dankeschön. Entschuldigung, ich komme wegen der Telefonrechnung. Auf den Namen Kannegieße. Wegen der Telefonrechnung? Ihr Vater hat angerufen. Einen Moment, ich sage Herrn Lindemann Bescheid. Hallo. Dachte, deine Mutter kommt. Nein, sie hat mich geschickt. Was ist denn nun mit der Telefonrechnung? Nichts. Bitte? Nichts ist mit der Telefonrechnung, das war nur ein Vorwand. Ich wollte mit deiner Mutter sprechen. Weshalb? Wegen meinem Vater. Da gibt es nichts mehr zu sprechen.
Eben. Gerade darüber wollte ich mit dir reden. Aber wenn sie nicht kommt, da reden wir eben drüber. Hm? Weißt du, Thorsten, ich kann dich nämlich sehr gut verstehen. Dich und deine Mutter. Wir gehen darüber in eine ruhige Ecke, ja? Max, kommst du wohl eine Minute? Ja, gern. Aber später, ja? Philipp, das war doch der junge Kannegießer. Hm? Ja, wieso? Na, weil mein Mann wie eine Art Friedensrichter die ganze Familie Kannegießer zu betreuen scheint. Die haben ja wohl erhebliche Probleme miteinander. Haben Sie das nicht bemerkt? Doch, doch. Aber welche Partei will er ergreifen? Jede. Jede? Ein guter Friedensrichter gibt jedem an einem Konflikt Beteiligten das Gefühl, auf seiner Seite zu sein, oder? Ja. Na gut. Schon mal passieren. Ich trainiere hier, weißt du? Du bist wohl eine Rucksacktouristin, oder? Ich bin ein Nichts. Mhm. Naja, wenigstens kannst du reden. Ich dachte schon, du sprichst prinzipiell nicht. Und sowieso viel zu viel gequatscht auf der Welt. Darf ich mal? Du malst? Entschuldige, war nicht böse gemeint. Ich verstehe nichts davon. Aber das hier finde ich gut. Willst du es kaufen? Na, das nur gerade nicht. Ich habe höchstens 200 Peseten hier und dafür wirst du es ja wohl nicht hergeben wollen, oder? Ich schenke sie dir alle. Spinnst du? Ja, siehst du, da hast es. Vega sagt auch, er will sie nicht mal geschenkt haben. Wer ist denn Vega? Er hat eine kleine Galerie in Antwerpen. Mhm. Naja. Viele bedeutende Künstler haben zu Lebzeiten kein einziges Bild verkaufen können. Er sagt, sie nehmen ihm nur Platz weg. Ein Quatschkopf. Kein Quatschkopf. Er verkauft sie ja nicht, die Bilder. Was meinst du, wie viele versuchen hier, sich als Maler durchzuschlagen? Am Anfang habe ich ja ein paar Bilder verkauft. Da konnte ich mir sogar ein kleines Zimmer mieten. Aber jetzt... Jetzt übernachtest du im Freien und hast nichts zu beißen, hm? Manchmal schenkt mir jemand eine vertrocknete Pizza. Ich verstehe. Das glaube ich nicht. Meine Mutter malt auch, allerdings mit Erfolg. Ich gratuliere. Sie hat einflussreiche Freunde, Kunstsammler, Galeristen und so. Freut mich für sie. Ich nehme dich mit und mach dich mit ihr bekannt. Ja, und eine Bleibe kriegst du auch. Vielleicht nur einen Abstellraum, weil unser Hotel total ausgebucht ist, aber hier bleibst du nicht, sonst freuen sich die Köter. Sag mal, das ist wohl nicht dein Ernst, oder? Na, sicherlich ist es mein Ernst. Sehe ich aus wie jemand, der nur Sprüche klopft? Ja. Na, du bist vielleicht eine Type. Und lachen kannst du auch, hätte ich nicht gedacht. Na los, sammel deinen Krempel ein und sitz auf. Hallo? Also bis später. Die Künstlerin ist am Verhungern. Ja, muss erst mal an die Futterkrippe. Ah ja. Komischer Vogel, was? Kann man wohl sagen. Wo hat er die aufgegabelt?
ist das denn? Eine Malerin. Um Gottes Willen, wir haben doch schon eine. Warum sieht sie aus wie ein Papagei? Sag, und was hat Michael mit ihr vor? Woher sollen wir das wissen? Da musst du schon Michael fragen. Ist ja gut, mache ich auch. Aber später. Im Moment habe ich ganz andere Probleme. Herr Kannegießer, Ihr Sohn war hier. Wir hatten eine lange, teilweise heftige Diskussion miteinander. Mein Eindruck, er ist sehr nachdenklich geworden. Nun fallen Sie mir aber nicht in den Rücken. Ja? In den Rücken? Wobei? Wobei, bei der Familienzusammenführung natürlich. Ich denke, Thorsten wird Ihre Frau positiv beeinflussen. Naja, und ein paar trickreiche Schachzüge habe ich auch eingeleitet. Psychologie, verstehen Sie? Nein. Naja, ist ja auch egal. Hauptsache, Sie sind nicht bockig, sondern einsichtig. Kompromissbereit. Na, entgegenkommend, klar? An dir ist ein Eheberater verloren gegangen. Was Eheberater? Kann doch nicht einfach zuschauen, wie aus einer mittleren Katastrophe eine Tragödie wird. Und weil wir schon von einer mittleren Katastrophe sprechen, kannst du nicht mit Michael sprechen? Ja, ich wollte gerade mit dir über Frank sprechen. Ja, gut, gut, das tun wir auch noch. Aber die Sache mit Michael ist im Augenblick dringender. Du, der schleppt Paradiesvögel hier an. Paradiesvögel? Ja, ja. Das ist noch eine freundliche Beschreibung. Bitte, schau nach ihm, rede mit ihm, dass das nicht geht. Na, warum tust du denn das nicht? Weil meine psychologischen Fähigkeiten und vor allem meine Geduld und Toleranz so stark nun auch wieder nicht entwickelt sind. Ich könnte nämlich grob werden. Mhm. Und dann sitze ich auf der Anklagebank und nicht Michael. Du machst mich ja direkt neugierig. Ist doch schon einigermaßen wohnlich, oder? Super. Ach so, du hast Hunger. Moment, ich bin gleich wieder da. Bärkaviar. Danke, nicht nötig. Gibst du das Essen vor einen Motocross-Verein? Nein, für eine alleinstehende Dame. Hast du keine Pasteten heute? Ach, Michael, du bringst mich in Teufelküche. Ach. Wenn dein Vater kommt. Und das lässt du dir gefallen? Haben Sie denn was gesagt? Das ist Ihr Sohn, nicht meiner. Ja, Raphael, das stimmt. Es ist mein Sohn. Weißt du, manchmal frage ich mich, womit habe ich das eigentlich verdient? Gut, nicht? Prima. Eigentlich hasse ich Hotels. Diese Betonburgen mit Grillständen für Wohlstandsbäuche. Bei euch ist das hoffentlich nicht so, oder? Das Essen ist echt klasse. Freut mich. Aber sag mal, sind es nicht auch die Wohlstandsbäuche, die deine Bilder kaufen sollen? Das ist es ja gerade. Als Künstler bist du sowieso aufgeschmissen. Entweder du verkaufst deine Ignoranten oder du verhungerst. Ja, das kann ja nicht jeder Anfänger gleich im Louvre hängen. Ja.
Gehe bist du. Ich such dich schon überall. Hat vorgestern zum letzten Mal gegessen. Eine vertrocknete Pizza. Es ist Isolde, Mama. Guten Tag, Isolde. Hi. Sie malt. Ah, wie schön. Guck doch mal. In der Mappe. Na ja, schau doch mal. Deswegen habe ich Isolde doch mitgebracht. Und wenn dir gefällt, was sie malt, dann kannst du sie ja vielleicht Gabriela empfehlen oder Hawk oder Delbrück. Wenn mir nicht gefällt, was sie malt? Auch. Die Geschmäcker sind doch verschieden. Ach. Ja. Impulsiv ist das schon. Impulsiv meint sie Fusch. Sie etwas weniger eindrucksvolles malen, dass sie dann... Dass ich dann happy bin. Ja. Das lässt sich verkaufen. Von 5000 Peseten kann ich fast einen halben Monat leben. Und wenn ich einen halben Monat leben kann, dann bleibe ich in meiner glücklichen Phase. Und wenn ich in meiner glücklichen Phase bleibe, dann... Dann male ich weiter so einen Scheiß wie den da. Ah ja. Jetzt zum Beispiel. Satt und zufrieden. Da geht einfach nichts. Ich brauche den Crash. Weltuntergangsstimmung. Dann würde ich aber, ich meine, angesichts dieser Ausweglosigkeit überhaupt nicht malen. Ich meine, Sie können doch nicht nur, um ein gutes Bild zu malen, immer dicht am Abgrund stehen. Stehen kann ich da schon. Aber womöglich falle ich irgendwann runter. Naja, heute ist mir Michael ja noch mal gerade dazwischen gekommen. Dann ist es vielleicht besser, glücklich zu sein und schlecht zu malen. Dann fallen Sie wenigstens nicht. Oder deprimiert es Sie sehr, wenn Sie schlecht malen? Nein, dann bin ich ja happy. Es tut mir leid, ich bin hundemüde. Kannst du auch ausschlafen jetzt. Ich schaue später nochmal nach dir. Na ja. Ein bisschen verrückt ist sie schon, aber man kann sie doch nicht vor die Hunde gehen lassen. Sicher nicht. Aber Papa lässt dir sagen, es geht nicht. Wegen der Gäste, und das musst du verstehen. Wegen der Gäste? Ja. Die sind doch auch öfters zurechtgemacht, dass du denkst, die wollen auf den Kriegspfad oder zum Karneval. Ja, aber da kommt noch hinzu, dass man nicht weiß, dass du, was du so vorhast. Verstehst du? Ich meine, mit Ines, Nathalie und Sarah und jetzt mit dieser Isolde. Ach so. Na, nichts. Was soll ich denn mit Sarah, Ines, Nathalie und Isolde vorhaben? Muss ich mich denn entscheiden oder so? Nein. Was würde dein Papa sagen, wenn ich plötzlich verkünde, ich will Sarah heiraten? Oder Ines? Er würde sagen, um so einen Schritt zu tun, fehlt es dir an Lebensreife. Und damit hätte er recht. Vergiss nicht, ihm das zu sagen, wenn er dich danach fragt. Hm? Was hast du gesagt, Thorsten? Ich sagte, du musst ihn auch mal verstehen. Moment mal, von wem sprichst du? Von dem Mann, der mich in aller Öffentlichkeit erniedrigt hat. Dem du selbst ins Gesicht gesagt hast, dass du froh bist, dass er nicht dein Vater ist. Von dem du sagtest, er verdient mein Verständnis und meine Geduld gar nicht. Und mit dem du nie wieder ein Wort sprechen wolltest. Ja, ja, von dem spreche ich. Er hat das eben alles jahrelang in sich hineingefressen. Überleg dir das mal. Er wartet auf dein Geständnis und es kommt nicht. Du tust einfach so, als wäre ich sein Sohn. Das ist doch ein Hammer. Ja, ein Hammer. Jawohl, in seiner Not hat er seine Aggressionen abbauen müssen. In seiner Not? Ja, in seiner Not. Da kam ihm diese Leonora gerade recht. Nicht, dass ich das verharmlosen will. Er ist eben ausgeflippt. Seelischer Ausnahmezustand. Übersprunghandlung, Affektstau. So, so. Hast du einen Schnellkurs in Tiefenpsychologie absolviert? Quatsch. Ich denke einfach nach. Ah ja. Und das hast du gemacht auf dem Weg zum Hotel Paradies und zurück. Wann auch immer. Das spielt doch keine Rolle. Hast du ihn getroffen? Hat er dich beeinflusst? Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Aber nachdem der erste Schock vorbei war, habe ich mir einfach mal Gedanken gemacht. Da ist mir zum Beispiel eingefallen, dass er immer wie ein Vater zu mir war. Verstehst du mich, Mama? Er, der nicht mein Vater ist, behandelt mich wie seinen Sohn. Beziehungsweise so, wie manche Väter nicht mal ihre eigenen Söhne behandeln. Das spricht doch für ihn. Für mich spricht nichts.
Ach doch, für dich spricht mehr als genug. Zum Beispiel, dass du sagen kannst, Alfred, verzeih mir. Alfred, verzeih mir? Ja, ist doch ganz einfach. Und dann wird er sagen, verzeih mir bitte auch, Waltraud. Und dann werdet ihr euch drum streiten, wer wem mehr zu verzeihen hat. Er dir oder du ihm? Thorsten? Ja? Das klingt alles recht überzeugend, was du da sagst. Wer hat es sich ausgedacht? Na, ich? Das sagte ich doch schon. Teilweise jedenfalls. Beziehungsweise Herr Lindemann hat sich das ausgedacht. Und mich hat es überzeugt. Das ist doch auch was. Und hat der Herr Lindemann vielleicht auch deinen Vater, den Mann, den du gern zum Vater hättest, ins Gebet genommen? Das weiß ich nicht. Das ist schon möglich. Was malen Sie denn da? Sehen Sie doch. Tanz im Paradies. Aha. Naja, es ist jedenfalls sehr optimistisch. Vielleicht etwas unperspektivisch. Unperspektivisch? Naja, ich meine ja nur so. Es ist jedenfalls lebensbejahend. Verkaufen Sie Ihre Bilder auch? Das weiß ich noch nicht. Ich habe ihr gesagt, wenn sie schon malen will, dann höchstens am Strand. Eine gute Idee, Herr Lindemann, jungen Künstlern zu helfen. Darf ich noch mal fragen, ob das Bild verkäuflich ist? Es ist doch noch gar nicht fertig. Sorge dafür, dass sie verschwindet. Du bist wieder mal viel zu schnell in deinem Urteil, mein lieber Sohn. Das ist eine großartige Idee, Herr Lindemann. Was? Ja, ja. Flamenco-Abende sind ja gut und schön, aber einer jungen Malerin in ihrem Hotel bei der Arbeit zusehen zu dürfen, sie will mir nicht verraten, ob das Bild verkäuflich ist, wissen Sie es? Also, da bin ich überfragt. Aber wir tun, was wir können. Ich habe nur... Mein Vater hat sie nur engagiert. Ja, so ist es. Eine glänzende Idee von Ihnen. Die Künstlerin ist doch hoffentlich nicht nur heute hier. Bitte? Ach so, naja, ist nur ein Versuch. Aber wenn Ihnen dieser kleine Anschauungsunterricht gefällt, dann... Aber ja, und wie mir das gefällt. Ist sie eine Schülerin Ihrer Frau? Ja, das heißt, nein. Sie ist mehr so eine... Freischaffende. So eine freischaffende Künstlerin. Sie entschuldigen mich, ja. Du hast Konkurrenz bekommen. Ja, ich weiß. Malt sie etwa da unten vor den Gästen? Ja, und es gefällt. Ah. Merkwürdig, findest du nicht? Dann ist es vielleicht gut so, dass ich Michael nicht gesagt habe, dass sie verschwinden soll. Jedenfalls hat Papa der Behauptung, Isolde engagiert zu haben, nicht widersprochen. Ja, nicht? Ein starkes Stück. In der Spitz kriegt das die Gäste sich für irgendwas begeistern, lässt er jede Selbstachtung fahren. Genau, da würde er nicht mal von der zünftigen Punkband zurückschrecken. Vor allem schrecke ich nicht davor zurück, dir die Ohren lang zu ziehen. Wenn du jetzt nicht blitzartig zu deiner Strandbar gehst und Sandwiches verkaufst. Klar, Papa. Vorausgesetzt, dass du mir gratulierst, dass ich Isolde angeschleppt habe. Na, das ist doch wohl das Mindeste. Also gut, ich gratuliere dir. Aber jetzt verschwinde, ja? Aye, aye, Sir. Max, könnte ich jetzt mal mit dir... Jetzt nicht. Aber es ist wichtig. Das glaube ich dir. Aber bitte jetzt nicht. Es geht schief. Nein. Na, wie die sich anschauen. Verzeih du mir bitte auch. Darf ich dich zu einer Tasse Kaffee einladen? Ja, gerne.
Ja, ich... Ich wollte nur sagen, ich war sehr dumm. Ach, Alfred. Ich erst. Nein, nein. Ich habe überreagiert. Ich hätte niemals... Wollen wir uns jetzt darüber unterhalten, wer dem anderen mehr Unrecht zugefügt hat? Nein, das muss wirklich nicht sein. Ich bin sehr froh, dass du... Ich bin auch sehr froh, dass du... Bitte bringen Sie uns noch 2 Kaffee. Ja, bitte. Max, kann ich jetzt mal mit dir über Frank sprechen? Ja, gleich. Entschuldige. Na? Das haben wir doch prima hingekriegt, wie? Ja. Nun ziehen wir sicher bald wieder um, meine Mutter und ich. Ja, ja. Ja, jetzt treffen die beiden ihre Entscheidungen alleine. Sie brauchen uns nicht mehr. Danke, Herr Lindemann. Haben Sie meine Frau gesehen? Nein. Es ist furchtbar. Dauernd sucht sie mich. Und jetzt, wo ich Zeit habe, ist sie weg. Ein schwerer Tag, hm? Aber erfolgreich. Ja. Du hast doch meine Ehe... und um ein Hippie-Mädchen verdient gemacht. Naja, um das Hippie-Mädchen hat sich doch wohl eher Michael verdient gemacht. Was ist denn das? Eine Kunstzeitschrift. Ja, das sehe ich. Das ist doch wohl eine Zeitungsente, das du in Hamburg ausstellst. Eine Unterstellung. Nein, das ist eine Frage. Ich will sie dir seit Tagen stellen. Du warst nie ansprechbar. Ja, ja, das ist wahr. Und nun fragst du mich, ob du dort ausstellen darfst, hm? Ja, sicher. Wenn du hier bleibst. Max, sowas geht doch nicht ohne Presse und das ganze Drum und Dran. Ja, das ganze Drum und Dran schmeckt dir doch selber nicht, hast du doch neulich erst gesagt. Es muss eben einfach sein. Ja, warum fragst du mich dann, wenn es einfach sein muss? Also schön. Wie lange? Eine Woche. Hm. Na, nicht für die Ausstellung, da brauche ich nur 2 Tage. Nur, Max, Frank hat dem Drängen von Natalie nachgegeben. Er will sich von ihrem Onkel, der Orthopäde in Hamburg ist, gründlich untersuchen und eventuell gleich operieren lassen. Ich könnte ihn dann anfangs täglich besuchen. Operieren? Verbindet er damit große Hoffnungen? Er nicht, aber Natalie. Na, wenn das so ist. Kann ich ja nur einverstanden sein. Aber hoffentlich passiert das jetzt nicht öfter, das mit den Ausstellungen in aller Welt. Nein, Maxchen, das passiert nicht öfter. Sag, diese Hippie-Malerin. Ja? In die ist Michael doch nicht etwa verknallt, oder? Ich habe nicht den Eindruck. Du? Was heißt hier schon Eindruck? Hast du den Eindruck, dass ich in dich verknallt bin? Nee. Na, siehst du. Bin ich aber. Oh.
Alles weg? Nicht alles. Ein paar gute habe ich noch, aber die wollte keiner. Zu negativ. Als ob die Welt nicht negativ wäre. Na, für dich doch nicht jetzt. Nee, ich bin ganz weg. 16 mal 8.000 Peseten. Das macht 128.000. Dafür könnte ich mir ein paar Wochen ein Hotelzimmer bei euch leisten. Willst du aber nicht. Bin doch nicht bekloppt. Willst du denn nun weiter die schlechten Bilder malen, die sich verkaufen lassen? Aber natürlich. Jeden Tag zwei. Man muss doch leben, oder? Mhm. Zwei heute? Ja, ich mach Training. Willst du mit? Ich? Mhm. Nicht die? Oh je. Am besten wäre, in Deckung zu gehen, damit sie mir nicht die Augen auskratzt. Das muss ja wohl nicht ganz dicht sein. Denke ich mir, ich habe mich wohl schlecht benommen, als du mit Ines kamst. Denk mir, ich komm her und entschuldige mich. Jetzt bist du hier mit einer neuen Tussi. Entschuldigung. Meint ihr mich? Ja, wahrscheinlich. Sarah, das ist Isolde. Isolde, das ist Sarah. Sehr unangenehm. Ganz meinerseits. Bevor du jetzt total ausflippst, ich will nichts von ihm und er will nichts von mir. Klar? Oder wollen wir das ausdiskutieren? Nee, muss nicht sein. Wenn ich das richtig gecheckt habe, will sie sich mit dir wieder versöhnen. Ich stehe hier nicht so doof rum. Also überlegt sie sich's noch anders. Scheint ja ganz okay zu sein. Ja. Heute ist doch dein Rallye-Trainingstag. Ja. Willst du mit? Ja, was dachtest du denn? Also los, ich muss aber erst noch mal zu Kuhn, ja? Wenn wir dann bitte aufsteigen wollen. Ja, alles wie besprochen. Sie sind unterwegs. Es läuft alles wie verabredet. Da halt die Ruhe, ja? Moment. Herr Lindemann? Morgen. Ist Michael schon... schon unterwegs zu mir. Gut, danke. Also, nochmal alles in Kürze. Fernando nimmt die Maschine Palma Madrid um 12.40 Uhr. Er fliegt mit dem Ticket, das auf meinen Namen ausgestellt wurde. Für den Fall, dass Strong nachforscht. Jawohl. Strong wird sich nicht damit zufrieden geben, wenn du ihm sagst, ich bin nach Madrid geflogen. Der Flughafen wird ihm bestätigen, jawohl, der Passagier Kuhn war an Bord. In Wirklichkeit fliegt dein Bruder. Morgen fliegt er dann von Madrid nach Palma zurück und wenn Strong eine Frage stellt. Fernando war bei Verwandten in Illetas. Ein Rückflug Madrid-Palma auf meinen Namen buche ich nicht. Und du weißt auch nicht, wie lange ich bleibe. Harald, ich kann dir das alles auswendig vorbeten. Umso besser. Mit Renate ist auch alles bis in die kleinste Nuance verabredet. Hm. Es kann nichts schiefgehen. Ich bringe jetzt meine warmen Sachen in den Wagen. Es kalt da oben. Alles klar, Fernando. Sie starten gerade in Hamburg. Du kannst dich auf uns verlassen. Danke. Ist er wieder okay? Sie. Die Einspritzpumpe war im Eimer. Ich zahle mit einem Scheck. Macht alles Isabel. Isabel? Hallo, Harald, da bin ich. Fein. Pass auf, es geht nur darum, dass du Isabel ein bisschen unter die Arme greifst. Ich fliege nach Madrid und Fernando macht einen Kurzurlaub. Isabel wird dich anrufen, falls ein dringender Fall ist. Bist du immer zu erreichen? Ja, nur heute Vormittag nicht. Das ist nicht so schlimm. Hallo, Michael. Ach, grüß dich, Ines. Na? Sarah und du, ihr kennt euch ja, hm? Na und wie? Hallo, Sarah. Hallo, Ines. Wollt ihr in die Berge? Ja, ja. Sarah guckt noch so, als könnten wir beide uns hier verabredet haben, ne? Na, bei dir kann man ja auch nie wissen. Siehst du, das weiß jede.
Viel Spaß. Und brecht euch nicht das Genick. Wir passen schon auf. Grüß deinen Onkel, ja? Danke. Ist noch was? Nein, nein, ist ja alles klar. Na, dann benimm dich anständig in Madrid. Wenn du Isabel Kummer machst, tröste ich sie, ja? Wäre es nicht besser, du nimmst mich mit? Zu Manfred in die Höhle? Liebes, das ist doch nicht dein Ernst. Außerdem wirst du hier gebraucht. Für Strong, als Anlaufstation. Und wenn er endlos bleibt? Wenn er überhaupt nicht aufgibt? Du kannst dich nicht wochenlang verkriechen. Eine so lange Puste hat er nicht. Ich kenne ihn. Und vergiss nicht, du gibst ihm den da, wenn er einen Leihwagen will. Ja, gegen Vorauszahlung? Nur gegen Vorauszahlung. Er soll gleich spüren, woher der Wind weht. Soll ich das wissen? Woran merkt man das denn? Das will ich ja gerade von dir wissen. Denn du liebst mich doch, oder? Ja. Etwa nicht? Naja, manchmal vielleicht. Aber Geigen höre ich noch keine im Hintergrund. Pass auf. Du! Ja? Sieh doch mal, das ist doch Kuhn. Ja. Komisch. Der wollte doch nach Madrid fliegen und jetzt klettert er hoch in die Berge.
habe Angst. Vor Strong? Mit dieser Krämerseele werden wir doch spielend fertig. Was du nicht sagst. Und wie? Gib ihm was. Naja, irgendeine Summe. 10.000, 20.000. Das ist eine glänzende Idee. Und wie lange glaubst du, wird es dauern, bis er nochmal 10 oder 20.000 haben will? Und das in regelmäßigen Abständen, immer wieder. Bist du wirklich so naiv zu glauben, dass dieser Erpresser jemals aufgibt? Ich sagte dir ja, ich denke mir was aus. Bringst du deinen Jens mit? Natürlich, du weißt doch, er taucht gerne. Das kostet Geld, was? Wie meinst du das? Er ist doch kein reicher Mann. Das Geld von der Versicherung, das brauchst du doch auch für ihn. Und schau doch nicht gleich wieder so aggressiv. Ich will's dir doch nicht wegnehmen, das Geld. Wie großzügig. Dir ist es ja lieber, dass der Strong mich unter Druck setzt. Deswegen willst du es mir nicht wegnehmen. Du bist jetzt sehr unsachlich. Ach. Spielt doch keine Rolle, wer das Geld hat, ich oder du. Du brauchst du es dringender als ich. Ich komme gut über die Runden. Nur dürfen unsere alten Schulden nicht wieder auf uns zukommen. Dann ist alles aus. Das heißt, wir sitzen beide in demselben Boot. Und wer rudert? Wenn das alles aufgerollt wird vor Gericht. Ich weiß nicht, dass du den Unfall überlebt hast. Ich habe keine blasse Ahnung. Na gut. Was würde es mir auch nützen, wenn ich das Gegenteil beweisen könnte? Aber es geht nicht schief. Ich verspreche es dir. So einem kleinen, mickrigen Halunken wie dem Strong bin ich allemal gewachsen. Du musst los, was? Ich bring dich zu einem Taxi. Haben Sie was gegen Kopfschmerzen? Selbstverständlich, Herr Kanegiese. Zwei, bitte. Danke. Was ich sagen wollte, Sie können mir ja nicht zufällig das Reiseziel von Frau Henke nennen. Nein, sie hat einen Flug nach Paris gebucht, aber... Ja, ja, das weiß ich auch. Aber die Adresse? Tut mir leid. Ja, ja, mir auch. Ein Glas Wasser, bitte. Mann, ist mir elend. Jedes Vergnügen hat seinen Preis. Es war kein Vergnügen. Dann ist es schlecht. Herr Jasny, weil ich Sie gerade treffe, können Sie mir das Reiseziel von Leonora Henke sagen? Es tut mir leid, Herr Kanegiese, das kann ich nicht. Sie können schon. Aber Sie wollen nicht. Ich darf nicht. Auch wenn ich wollte. Herr Lindemann. Ja? Wie Sie ja wissen, bin ich mit Leonora befreundet. Sie musste plötzlich abreisen, ohne mir in der Eile ihre Adresse zu hinterlassen. Ich brauche sie aber. Es ist dringend. Wirklich dringend. Was schauen Sie mich denn so an? Weil Sie mich ungefähr vor einer Stunde genauso dringend gefragt haben, wo Ihre Frau ist. Na und? Konnten Sie es mir sagen? Bevor wir miteinander weiterreden, Herr Kanegiese, möchte ich Sie was fragen. Wollen Sie eine Unterhaltung führen von Mensch zu Mensch oder von Hotelier zu Gast? Ist es denn ein Unterschied? Als Hotelier bin ich höflich, als Mensch ehrlich. Dann sprechen Sie von Mensch zu Mensch. Höflichkeiten nutzen ja nichts. Gut. Wen suchen Sie eigentlich? Ihre Frau? Oder diese Journalistin? Tja, eigentlich beide. Meine Frau hat mich ja verlassen. Ja, wundert Sie das? Soweit ich das mitgekriegt habe, doch wohl deshalb, weil Sie in aller Öffentlichkeit mit dieser Journalistin angebändelt haben. Das hat sie verdient. Was soll das? Ist es ein Verhör? Na, ein Gespräch von Mensch zu Mensch, das wollten Sie ja. Na schön, ich krieg von allen Seiten Prügel. Kommt es nun darauf auch nicht mehr an. Sie sagen, Ihre Frau hat Sie verlassen. Aber Leonora Hentke hat Sie doch auch verlassen, oder? Naja, schon, aber das dürfte sich um ein Missverständnis handeln. Immer noch mal, sind das so schwer zu verstehen? Nachdem meine Frau mich verlassen hat, bleibt mir doch gar nichts übrig, als mich an diese
Journalistin zu halten. Meine Frau will nicht mehr, verstehen Sie? Sie erwarten also von Ihrer Frau ein Verzeihen im Ruckzuckverfahren. Sünde, Geständnis, Vergebung. Alles in einem Atemzug, was? Ich habe einen Brummschädel, wissen Sie, viel getrunken und schlecht geschlafen. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Guten Tag, Herr Carnegie, Sir. Herr Max, wenn du vielleicht mal... Ja, wenn es vielleicht später ginge. Natürlich. Kommen Sie. Gehen wir ein paar Schritte. Da redet es sich leichter. Hier bist du. Ich such dich schon überall. Hat vorgestern zum letzten Mal gegessen. Eine vertrocknete Pizza. Das ist Isolde, Mama. Guten Tag, Isolde. Hi. Sie malt. Ah, wie schön. Guck doch mal. In der Mappe. Na ja, schau doch mal. Deswegen habe ich Isolde doch mitgebracht. Und wenn dir gefällt, was sie malt, dann kannst du sie ja vielleicht Gabriela empfehlen oder Hawk oder Delbrück. Wenn mir nicht gefällt, was sie malt? Auch. Die Geschmäcker sind doch verschieden. Ach. Ja. Impulsiv ist das schon. Impulsiv meinst du Fusch? Sie etwas weniger Eindrucksvolles malen, dass sie dann... Dass ich dann happy bin. Ja. Das lässt sich verkaufen. Von 5.000 Peseten kann ich fast einen halben Monat leben. Und wenn ich einen halben Monat leben kann, dann bleibe ich in meiner glücklichen Phase. Und wenn ich in meiner glücklichen Phase bleibe, dann... Dann male ich weiter so einen Scheiß wie den da. Ah ja. Jetzt zum Beispiel. Satt und zufrieden. Da geht einfach nichts. Ich brauche den Crash. Weltuntergangsstimmung. Dann würde ich aber, ich meine, angesichts dieser Ausweglosigkeit überhaupt nicht malen. Ich meine, Sie können doch nicht nur, um ein gutes Bild zu malen, immer dicht am Abgrund stehen. Stehen kann ich da schon. Aber womöglich falle ich irgendwann runter. Naja, heute ist mir Michael ja noch mal gerade dazwischen gekommen. Dann ist es vielleicht besser, glücklich zu sein, schlecht zu malen. Dann fallen Sie wenigstens nicht. Oder deprimiert es Sie sehr, wenn Sie schlecht malen? Nein, dann bin ich ja happy. Es tut mir leid, ich bin hundemüde. Kannst du auch ausschlafen jetzt. Ich schaue später nochmal nach dir. Na ja. Ein bisschen verrückt ist sie schon, aber man kann sie doch nicht vor die Hunde gehen lassen. Sicher nicht. Aber Papa lässt dir sagen, es geht nicht. Wegen der Gäste, und das musst du verstehen. Wegen der Gäste? Ja. Die sind doch auch öfters zurechtgemacht, dass du denkst, die wollen auf den Kriegspfad oder zum Karneval. Ja, aber da kommt noch hinzu, dass man nicht weiß, dass du, was du so vorhast. Verstehst du? Ich meine, mit Ines, Nathalie und Sarah und jetzt mit dieser Isolde. Ach so. Na, nichts. Was soll ich denn mit Sarah, Ines, Nathalie und Isolde vorhaben? Muss ich mich denn entscheiden oder so? Nein. Was würde denn Papa sagen, wenn ich plötzlich verkünde, ich will Sarah heiraten? Oder Ines? Er würde sagen, um so einen Schritt zu tun, fehlt es dir an Lebensreife. Und damit hätte er recht. Vergiss nicht, ihm das zu sagen, wenn er dich danach fragt. Hm? Was hast du gesagt, Thorsten? Ich sagte, du musst ihn auch mal verstehen. Moment mal, von wem sprichst du? Von dem Mann, der mich in aller Öffentlichkeit erniedrigt hat? Dem du selbst ins Gesicht gesagt hast, dass du froh bist, dass er nicht dein Vater ist? Von dem du sagtest, er verdient mein Verständnis und meine Geduld gar nicht? Und mit dem du nie wieder ein Wort sprechen wolltest? Ja, ja, von dem spreche ich. Er hat das eben alles jahrelang in sich hineingefressen. Überleg dir das mal. Er wartet auf dein Geständnis und es kommt nicht. Du tust einfach so, als wäre ich sein Sohn. Das ist doch ein Hammer. Ja, ein Hammer. Jawohl, in seiner Not hat er seine Aggressionen abbauen müssen. In seiner Not? Ja, in seiner Not. Da kam ihm diese Leonora gerade recht. Nicht, dass ich das verharmlosen will. Er ist eben ausgeflippt. Seelischer Ausnahmezustand. Übersprunghandlung, Affektstau. So, so. Hast du einen Schnellkurs in Tiefenpsychologie absolviert? Quatsch. Ich denke einfach nach. Ah ja.
Und das hast du gemacht auf dem Weg zum Hotel Paradies und zurück. Wann auch immer. Das spielt doch keine Rolle. Hast du ihn getroffen? Hat er dich beeinflusst? Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Aber nachdem der erste Schock vorbei war, habe ich mir einfach mal Gedanken gemacht. Da ist mir zum Beispiel eingefallen, dass er immer wie ein Vater zu mir war. Verstehst du mich, Mama? Er, der nicht mein Vater ist, behandelt mich wie seinen Sohn. Beziehungsweise so, wie manche Väter nicht mal ihre eigenen Söhne behandeln. Das spricht doch für ihn. Nun ja. Und für mich spricht nichts? Ach doch, für dich spricht mehr als genug. Zum Beispiel, dass du sagen kannst, Alfred, verzeih mir. Alfred, verzeih mir? Ja, ist doch ganz einfach. Und dann wird er sagen, verzeih mir bitte auch, Waltraud. Und dann werdet ihr euch drum streiten, wer wem mehr zu verzeihen hat. Er dir oder du ihm? Thorsten? Ja? Das klingt alles recht überzeugend, was du da sagst. Wer hat es sich ausgedacht? Na, ich? Das sagte ich doch schon. Teilweise jedenfalls. Beziehungsweise Herr Lindemann hat sich das ausgedacht. Und mich hat es überzeugt, das ist doch auch was. Und hat der Herr Lindemann vielleicht auch deinen Vater, den Mann, den du gern zum Vater hättest, ins Gebet genommen? Das weiß ich nicht. Das ist schon möglich. Was malen Sie denn da? Sehen Sie doch. Tanz im Paradies. Aha. Na ja, es ist jedenfalls sehr optimistisch. Vielleicht etwas unperspektivisch. Unperspektivisch? Naja, ich meine ja nur so. Es ist jedenfalls lebensbejahend. Danke, für den Rest nehme ich ein Taxi. Ah. Moment mal, Sarah ist doch noch gar nicht da. Doch, da hinter dem Dicken mit der Zeitung. Ah ja. Na. Ja, mach's mal gut, hä? Ja. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Ja. Hallo. Soll ich mir auch erst einen Drink bestellen oder wollen wir gleich starten? Weder noch. Was soll das heißen? Weder sollst du dir einen Drink bestellen, noch will ich mit dir irgendwo hinstarten. Du bist aus wie ein Handwerker. Hey, was hast du denn gegen Handwerker? Komm. Lass mich los. Was glaubst du denn, wer ich bin, hä? Deine Nummer zwei? Also hör mal. Als ich meine Chica klargemacht habe, da kam zufällig Ines. Spar dir die Einzelheiten. So genau wollte ich's gar nicht wissen. Mit ihr kutschierst du in der Gegend herum und mich lässt du hier schmoren. Eine Dreiviertelstunde. Ich bin mit Ines nicht in der Gegend rumkutschiert, ihr Auto war kaputt und ich hab sie mitgenommen. Spielst du jetzt verrückt, sag mal? Ich nicht. Du. Setz dich auf deine Rakete und zisch ab. Ich finde diesen Sport sowieso langsam zum Kotzen. Ach nee. Ach ja. Und das ist dein Ernst? Ja. ¿Por qué estás tan triste? Déjame en paz. Una chica tan guapa como tú no tiene que hacer esta cara. Ich hab gesagt, sie soll mich in Ruhe lassen, verdammt noch mal. Schön. Dankeschön. Dankeschön. Entschuldigung, ich komme wegen der Telefonrechnung. Auf den Namen Kannegieße. Wegen der Telefonrechnung? Ihr Vater hat angerufen. Einen Moment. Ich sage Herrn Lindemann Bescheid. Hallo. Ich dachte, deine Mutter kommt. Nein, sie hat mich geschickt. Was ist denn nun mit der Telefonrechnung? Nichts. Bitte? Nichts ist mit der Telefonrechnung. Das war nur ein Vorwand. Ich wollte mit deiner Mutter sprechen. Weshalb?
Wegen meinem Vater. Da gibt es nichts mehr zu sprechen. Eben. Gerade darüber wollte ich mit ihr reden. Aber wenn sie nicht kommt, da reden wir eben drüber. Hm? Weißt du, Thorsten, ich kann dich nämlich sehr gut verstehen. Dich und deine Mutter. Wir gehen darüber in eine ruhige Ecke, ja? Max, kommst du wohl eine Minute? Ja, gern. Aber später, ja? Philipp, das war doch der junge Kannegießer. Hm? Ja, wieso? Na, weil mein Mann wie eine Art Friedensrichter die ganze Familie Kannegießer zu betreuen scheint. Die haben ja wohl erhebliche Probleme miteinander. Haben Sie das nicht bemerkt? Doch, doch. Aber welche Partei will er ergreifen? Jede. Jede? Ein guter Friedensrichter gibt jedem an einem Konflikt Beteiligten das Gefühl, auf seiner Seite zu sein, oder? Ja. Na gut. Schon mal passieren. Ich trainiere hier, weißt du? Du bist wohl eine Rucksacktouristin, oder? Ich bin ein Nichts. Mhm. Naja, wenigstens kannst du reden. Ich dachte schon, du sprichst prinzipiell nicht. Hat sowieso viel zu viel gequatscht auf der Welt. Darf ich mal? Du malst? Entschuldige, war nicht böse gemeint. Ich verstehe nichts davon. Hm. Aber das hier finde ich gut. Willst du es kaufen? Na, das nun gerade nicht. Ich habe höchstens 200 Peseten hier und dafür wirst du es ja wohl nicht hergeben wollen, oder? Ich schenke sie dir alle. Spinnst du? Ja, siehst du, da hast du es. Vega sagt auch, er will sie nicht mal geschenkt haben. Wer ist denn Vega? Er hat eine kleine Galerie in Antwerp. Mhm. Naja. Viele bedeutende Künstler haben zu Lebzeiten kein einziges Bild verkaufen können. Er sagt, sie nehmen ihm nur Platz weg. Quatschkopf. Kein Quatschkopf. Er verkauft sie ja nicht, die Bilder. Was meinst du, wie viele versuchen hier, sich als Maler durchzuschlagen? Am Anfang habe ich ja ein paar Bilder verkauft. Da konnte ich mir sogar ein kleines Zimmer mieten. Aber jetzt... Jetzt übernachtest du im Freien und hast nichts zu beißen, hm? Manchmal schenkt mir jemand eine vertrocknete Pizza. Ich verstehe. Das glaube ich nicht. Meine Mutter malt auch, allerdings mit Erfolg. Ich gratuliere. Sie hat einflussreiche Freunde, Kunstsammler, Galeristen und so. Freut mich für sie. Ich nehme dich mit und mach dich mit ihr bekannt. Ja, und eine Bleibe kriegst du auch. Vielleicht nur einen Abstellraum, weil unser Hotel total ausgebucht ist, aber hier bleibst du nicht, sonst freuen sich die Köter. Sag mal, das ist wohl nicht dein Ernst, oder? Na, sicherlich ist es mein Ernst. Sehe ich aus wie jemand, der nur Sprüche klopft? Ja. Na, du bist vielleicht eine Type. Und lachen kannst du auch, hätte ich nicht gedacht. Na los, sammel deinen Krempel ein und sitz auf. Hallo. Also bis später. Die Künstlerin ist am Verhungern. Ja, muss erst mal an die Futterkrippe. Ah ja. Komische Vogel, was? Kann man wohl sagen. Wo hat er die aufgegabelt?
ist das denn? Eine Malerin. Um Gottes Willen, wir haben doch schon eine. Warum sieht sie aus wie ein Papagei? Sag, und was hat Michael mit ihr vor? Woher sollen wir das wissen? Da musst du schon Michael fragen. Ist ja gut, mache ich auch. Aber später. Im Moment habe ich ganz andere Probleme. Herr Kannegießer, Ihr Sohn war hier. Wir hatten eine lange, teilweise heftige Diskussion miteinander. Mein Eindruck, er ist sehr nachdenklich geworden. Nun fallen Sie mir aber nicht in den Rücken. Ja? In den Rücken? Wobei? Wobei, bei der Familienzusammenführung natürlich. Ich denke, Thorsten wird Ihre Frau positiv beeinflussen. Naja, und ein paar trickreiche Schachzüge habe ich auch eingeleitet. Psychologie, verstehen Sie? Nein. Naja, ist ja auch egal. Hauptsache, Sie sind nicht bockig, sondern einsichtig. Kompromissbereit. Na, entgegenkommend, klar? An dir ist ein Eheberater verloren gegangen. Was Eheberater? Kann doch nicht einfach zuschauen, wie aus einer mittleren Katastrophe eine Tragödie wird. Und weil wir schon von einer mittleren Katastrophe sprechen, kannst du nicht mit Michael sprechen? Ja, ich wollte gerade mit dir über Frank sprechen. Ja, gut, gut, das tun wir auch noch. Aber die Sache mit Michael ist im Augenblick dringender. Du, der schleppt Paradiesvögel hier an. Paradiesvögel? Ja, ja. Das ist noch eine freundliche Beschreibung. Bitte, schau nach ihm, rede mit ihm, dass das nicht geht. Warum tust du denn das nicht? Weil meine psychologischen Fähigkeiten und vor allem meine Geduld und Toleranz so stark nun auch wieder nicht entwickelt sind. Ich könnte nämlich grob werden. Mhm. Und dann sitze ich auf der Anklagebank und nicht Michael. Du machst mich ja direkt neugierig. Ist doch schon einigermaßen wohnlich, oder? Super. Ach so, du hast Hunger. Moment, ich bin gleich wieder da. Bärkaviar. Danke, nicht nötig. Gibst du das Essen für einen Motocross-Verein? Nein, für eine alleinstehende Dame. Hast du keine Pasteten heute? Ach, Michael, du bringst mich in Teufelküche. Wenn ein Vater kommt. Das lässt du dir gefallen? Haben Sie denn was gesagt? Das ist Ihr Sohn, nicht meiner. Ja, Ravel, das stimmt. Es ist mein Sohn. Weißt du, manchmal frage ich mich, womit habe ich das eigentlich verdient? Gut, nicht? Prima. Eigentlich hasse ich Hotels. Diese Betonburgen mit Grillständen für Wohlstandsbäuche. Bei euch ist das hoffentlich nicht so, oder? Das Essen ist echt klasse. Freut mich. Aber sag mal, sind es nicht auch die Wohlstandsbäuche, die deine Bilder kaufen sollen? Das ist es ja gerade. Als Künstler bist du sowieso aufgeschmissen. Entweder du verkaufst deine Ignoranten oder du verhungerst. Ja, das kann ja nicht jeder Anfänger gleich im Louvre hängen. Ja.
Was hat er denn? Das weiß ich. Möchtest du denn Frühstück? Trink wenigstens einen Kaffee. Kannst du nicht Auto fahren, ha? Ich schon. Das Auto kann ich fahren. Er stottert sich einen zurecht. Kann er mal nachschauen, was er hat? Mhm. Fernando! Kundschaft! Sieh mal nach, was er hat. Sí, claro. Das ist immer noch dein großes Hobby, was? Du sollst auch mal wieder mitfahren, da wird's auch dein großes Hobby. Was soll denn deine Freundin dazu sagen? Keine Ahnung. Was soll sie schon dazu sagen? Sie darf ja auch mitfahren. Und zwar schon in Kürze, wir sind nämlich miteinander verabredet. Na, kannst du ja von Glück sagen, dass ich deine Einladung nicht angenommen habe. War sie wieder da? Wer denn? Diese Frau. So ein Gesicht machst du immer nur, wenn diese Frau aufkreuzt. Ja, sie war da. Diese Frau. Aber dieses Gesicht mache ich nicht ihretwegen. Du hast aber Sorgen. Kann ich dir helfen? Vielleicht. Ich weiß nur noch nicht wie. Kannst du dich an diesen Strunk erinnern, der damals... Der damals Geld von dir verlangt hat, vor dem du dich versteckt hast? Ja. Mhm. Er wird in Kürze wieder hier auftauchen. Und diese Nachricht hat dir diese Frau gebracht? Ja. Du sagtest damals, das Geld steht Strunk zu. Jetzt will er aber welches, das ihm nicht zusteht. Naja. Du, keine Angst, das biege ich schon hin. Ja. Ja. Ich bin sehr erfindungsreich, weißt du? Es braucht nur seine Zeit. Tut mir leid. Das dauert länger. Ich muss den Wagen hier lassen? Sie. Ein, zwei Tage. Ich muss Ersatzteile besorgen. Und wie komme ich jetzt nach Hause? Mit mir? Oder hast du mittlerweile Angst bekommen? Vor dir nicht. Höchstens vor deinem Motorrad. Oh. Sie ist ganz brav. Man muss sie nur fahren können. Mein Gott. Sind Sie bescheuert? Ich bin verzweifelt. So. Und dieses Recht billigen Sie Ihrer Frau nicht zu. Überlegen Sie sich das doch einmal, Herr Kanekis. Nach 17 Jahren üben Sie Rache. 17 Jahre warten Sie darauf, dass Ihre Frau ein Geständnis ablegt, dass Ihr Sohn nicht Ihr Sohn ist. Werfen Sie mir das vor? Ich werde es ja gleich ablegen können. Warum? Um Sie unglücklich zu machen? Vielleicht dachte sie, Sie merken nichts von dem Seitensprung. Tja, das dachte sie. Sicher dachte sie das. Das ist ja gerade der Vertrauensbruch. Wenn sie sich für den anderen Mann entschieden hätte, dann wäre sie ja nicht bei Ihnen geblieben. Was ist denn nun eigentlich der Punkt? Wie? Ja, was wollen Sie? Sie sagen, Sie mögen den Jungen, der nicht Ihr Sohn ist. Er ist Ihnen sogar ans Herz gewachsen. Na, na, Moment, das ist ein kleiner Unterschied. Ich mochte ihn. All die Jahre habe ich ihn nie fühlen lassen, dass er, naja, dass er nicht mein Sohn ist. Aber wie er mich jetzt behandelt hat, als ich ihm bat, mir zu sagen, wo seine Mutter ist. Wissen Sie, was er gesagt hat? Ich bin nicht dein Junge, hat er gesagt. Gott sei Dank bin ich es nicht. Sollte er einen Lobgesang auf Sie anstimmen? Nach all dem, wie Sie seine Mutter behandelt haben? Herr Kanegisa,
Entschuldigen Sie sich bei Ihrer Frau. Ich mich? Das soll wohl ein Witz sein. Dann machen Sie doch, was Sie wollen. Moment mal, Herr Lindemann. Ich weiß ja nicht mal, wo sie ist. Dann suchen Sie sie. Sie fragen ja alle Welt, wo Leonora Hentke ist. Mit demselben Eifer können Sie auch fragen, wo Ihre Frau ist. Na gut, auf Ihre Verantwortung. Nein, auf Ihre. Ich helfe Ihnen nur beim Suchen.